Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei SmartCheckerTV. Heute stelle ich euch ein kleines Gadget vor, und zwar dieses Octaeder hier. Dieses Octaeder hier heißt Zei und es ist ein Bluetooth-Device, welches Zeit aufnehmen und tracken kann. Klingt erstmal etwas verwirrend, ist aber ziemlich simpel. Man verbindet dieses Bluetooth-Octaeder mit seinem Computer, mit dem Mac zum Beispiel, und dann werden die Daten, die man hiermit sammelt, einfach an die Zei-App auf dem Computer übertragen. Aber was für Daten sammelt Zei genau? Das bestimmt man selber, denn man hat 8 Seiten, die man selber gestalten kann, entweder mit dem Stift, der dabei ist, mit dem Radiergummi, der dabei ist, man kann dann auch natürlich alles wieder entfernen, oder man benutzt Sticker, die mit dem Zei dabei sind, wie zum Beispiel der hier, oder Buchstaben oder dieses Telefonsymbol, und so kann man ja jeder Seite seinen eigenen persönlichen Sinn geben. Zum Beispiel auch verschiedene Projekte, das können Freiberufliche sehr gut gebrauchen, aber man kann auch sowas wie Smartphone-Zeit oder Essenszeit damit tracken, auf der Arbeit, wenn man das möchte. Und dann kann man mit Hilfe des Zeitprogramms am Computer ja jeder Seite einen bestimmten Projektnamen auch nochmal am Computer geben. Und ab da ist es wirklich ziemlich einfach. Denn das ist die Idee des Zei, das Time-Tracking, was ja viele wirklich machen müssen, auch arbeitsbedingt, möglichst simpel zu gestalten, sodass man möglichst wenig Zeit dafür verschwendet, seine Zeit zu tracken. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Denn hat man das Ganze mal eingerichtet, ist es wirklich ziemlich simpel. Man hat diesen Ständer hier für seinen Zei, wo er immer drin steht. Und sobald man eine Aktivität startet, die man tracken möchte, legt man dieses Octaeder einfach mit der Seite nach oben, wo das Projekt drauf ist, das man gerne tracken möchte. Und schon wird am Computer die Zeit aufgenommen, bis man den Würfel wieder hier reinstellt. Dann wird es wieder gestoppt. Oder man trackt einfach ein anderes Projekt und legt da die Seite nach oben. Der Clou ist einfach das, man setzt sich an seinen Schreibtisch, beginnt mit dem Projekt A, sage ich jetzt mal, und legt den Würfel dann auf die Seite A und zack, wird die Zeit aufgenommen. Und wenn man aufsteht und das auch tracken möchte, also wirklich eine genaue Zeitaufnahme haben möchte, dann stellt man ihn halt einfach nur wieder hin oder dreht ihn auf eine andere Seite um. Also es ist schon sehr spielerisch und wirklich überhaupt nicht zeitaufwendig, ab dem Punkt, wo man es eingerichtet hat, seine Zeit zu tracken. Der Zei kommt neben dem Stift, wie eben schon erwähnt habe, auch mit zahlreichen Stickern, wie zum Beispiel einem Instagram-Symbol, Facebook-Symbol, Twitter-Symbol, YouTube-Symbol oder halt diesen eher künstlerisch aussehenden Stickern, die man dann auch auf die Seiten kleben kann. Der Zei kommt übrigens von der Firma Timeula und die haben Apps für Computer, aber auch für Smartphone entwickelt. Also es gibt zum Beispiel eine iPhone-App, es gibt aber auch eine Mac-Desktop-App, die ich jetzt persönlich am meisten nutze. Und in dieser App wird einem dann die Statistik von der Zeitaufnahme angezeigt. Wie viel hat man am Tag was gemacht? Und man hat auch einen Kalender, wo dann die einzelnen Aktivitäten zu den einzelnen Tagen zugeordnet sind. Praktisch ist, man kann an dem Computer auch Farben für jedes Projekt auswählen, sodass man dann auch Statistiken hat, wofür man wie viel Zeit aufwendet. Ich habe jetzt den Würfel noch nicht so viel benutzt. Ach, nicht den Würfel, den Zei noch nicht so viel benutzt. Deswegen sind die Statistiken jetzt noch nicht so genau. Aber desto länger man das macht, desto besser kriegt man eine Übersicht darüber, wofür man viel Zeit aufwendet und wofür auch nicht. Interessant ist der Zei für Leute, die es nicht arbeitsbedingt brauchen, wenn man mal herausfinden möchte, wofür man eigentlich wie viel Zeit verschenkt. Ein gutes Beispiel ist da Instagram. Da würde man ja keinen Timer stoppen, wenn man jetzt ans Handy geht. Aber mit dem Zei kann man einfach mal die Instagram-Seite nach oben legen, dann wird die Zeit gestoppt, man muss nicht mehr tun. Und ja, das ist ziemlich schnell gemacht. Und für Leute, die es arbeitsbedingt brauchen, ist es wirklich ein Traum. Man kann super effizient seine Zeit tracken, man hat damit keine Kopfschmerzen mehr, die App funktioniert gut und ja, wie gesagt, es macht auch ein bisschen Spaß. Den Zei gibt es in 2 Varianten zu kaufen. Einmal in der Starter-Variante, da zahlt man $99, bekommt dieses Gerät zugeschickt und man hat einen lebenslangen Zugang zu den Time-Tracking-Apps. Die Pro-Variante kostet $49, hört sich erstmal komisch an, also nur halb so viel. Aber da muss man dann auch $9 im Monat zahlen für die Time-Tracking-App. Da hat man dann allerdings noch 1, 2, 3 Funktionen mehr, die man dann bei der Basic-App nicht hat. Aber wer nur einfach seine Zeit tracken will und die Statistiken haben will, da reicht auf jeden Fall die Starter-Variante. Das war's vom heutigen Review. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei SmartCheckerTV.